Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play The Elder Scrolls Online mit meiner Wenigkeit Paxis, unserem kleinen Haustier Spike, der Hoppler, der auch immer noch da ist. Sehr schön. Und ich würde sagen, wir erforschen mal weiter die Stadt. Wir haben uns letztes Mal hier ein kleines Pferd geholt, das wir auch Spike getauft haben. Und jetzt bin ich gerade... Da fällt mir ein... Mich hat jemand daran erinnert, dass in meinem Tagebuch, irgendwas drin stand von diesen Himmelsscherben. So, hatte ich da nicht irgendwas mir geholt? Ich hatte doch eine bekommen, dachte ich. Sieht irgendwie nicht so aus. Na gut. Egal, es regnet, wir wollen jetzt nicht zu sehr nass werden und uns zu bewegen, dann wird es nämlich ziemlich kalt. Deswegen schauen wir uns mal... Ah, ja komm, alles durchsuchen hier, wir haben doch sonst nichts zum Looten. Deswegen immer schön in Bewegung bleiben, damit es auch warm bleibt. Ich könnte hier den ganzen Tag so bleiben. Obwohl es regnet, oder was? Okay. Das hier ist auf jeden Fall besser als zu arbeiten. Im Regen auf einem nassen, kalten Felsen sitzen. Ich glaube, diese Gespräche machen Sinn, wenn die Sonne scheint, aber wenn es hier so nass ist, sehe ich da wenig Sinn darin. Ich bin einfach außer mir vor Wut. Ah, hier wird anscheinend... Moment, waren wir hier schon drin? Fachelshaus. Nein, ich glaube, hier waren wir noch nicht drin. Ach so, das ist ein Spielercharakter, aber wir können da trotzdem mal anschauen, was da so drin ist. Oh, der Geist von Nirn. Lorkhan ist der Geist von Nirn, der Gott aller Sterblichen. Das bedeutet nicht, dass alle Sterblichen ihn überhaupt mögen oder gar kennen. Die meisten Elfen hassen ihn. Sie halten die Schöpfung für den Akt, der sie von der Geisterwelt trennte. Die meisten Menschen verehren ihn oder Aspekte seiner selbst als Bote des Lebens. Die Erschaffung der Welt der Sterblichen, des Mundus von Nim, ist eine Quelle der Seelenqual aller lebenden Dinge. Alle Seelen spüren tief im Inneren, dass sie eigentlich von einem anderen Ort stammen und dass Nim ein grausamer, aber notwendiger Schritt für das, was danach kommt. Aber was kommt danach? Einige möchten gerne zu ihrem ursprünglichen Status zurückkehren und sehen in Lorkhan den Dämon, der ihren Weg verstellt. Für sie ist Nim ein Gefängnis. Oder ist es Nirn? Nirn? Ist das ein Nirn? Ist das ein RN am Ende? Ja, das ist ein RN, glaube ich, am Ende und kein M. Nirn also. Nirn ein Gefängnis, eine Illusion, aus der sie entfliehen wollen. Andere denken, dass Lorkhan die Welt als Probebühne für Transzendenz erschaffen hat. Für sie war bereits die Geisterwelt ein Gefängnis. Die wahre Flucht ist nun endlich möglich. Gelobt sei Lorkhan. Das ist alles leer. Was kramt die denn da ewig in ihrem... Dingens rum. Ja, die Tasse brauchen wir nicht mitnehmen. Da haben wir jetzt schon so viel von diesem Müll. Gehen wir mal weiter. Schniedel die, Schniedel da. Hier waren wir, glaube ich, auch nicht drin. Das Haus der Familie ist sehr kennt. Krass, dass hier nirgendwo Leute drin sind. Oh, der leuchtet. Der leuchtet. Der Kodex von Mauloch. Oh, ist auch... grau unterlegt und es hat ganz, ganz gefährlich und mysteriös gewittert im Hintergrund. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Beim Kodex von Mauloch, unzählige Male war ich schon dabei, als dieser Eid in irgendeiner schäbigen Taverne gesprochen wurde. Immer und immer wieder brüllte einer meiner soldklingenden Kameraden mit zu viel Glut im Herzen diese Worte hinaus, so laut er konnte. Ich möchte euch nichts vormachen. In den Ork-Festungen gelten diese Worte als Gesetz. Es gibt nur wenige Orte, an denen Traditionen und die alten Sitten erfahrungsgemäß bessere Krieger machen würden. Aber bei euch scheint es, als würde Treue den eigenen Ahnen gegenüber der Weg zum Sieg sein. Ich beginne am besten ein gutes Stück weiter vorn. Checkt mal den Orks Glauben, gibt es die Ork-Festungen schon so lange wie die Orks selbst. Ork-Festungen sind mehr als nur bewaffnete Lager, die sind Bollwerke. Jeder Mann, jede Frau und jedes Kind in ihrem Inneren wird seit seiner Geburt dafür ausgebildet, sie zu verteidigen. Alle ihre Waffen und Rüstungen werden direkt in der Festung geschmiedet. Alles, was die Orks der Festung essen, wird von Ork-Kriegern gejagt. Orks folgen keinem Gesetz, außer dem ihrer... Oh mein Gott, mir fällt gerade ein, ich bin ja selber ein Ork, das heißt, ich muss mich ja eigentlich an dem Kodex halten. Orks folgen keinem Gesetz außer dem ihren
Ihren, außerdem Ihren, bin ich, ich kann nicht mehr lesen, außerdem Ihren, einer ungeschriebenen Reihe von Regeln, die als Kodex von Maulach bezeichnet werden, benannt nach einem ihrer Götter, der manchmal auch als Malakat auftaucht. Die meisten dieser Regeln sind recht einfach, nicht stehlen, nicht töten, niemanden ohne Grund angreifen, auch wenn es offenbar eine umfangreiche Liste mit Ausnahmen gibt. Aha, nicht stehlen, nicht töten, niemanden ohne Grund angreifen, aber nicht töten, ich habe schon Dinge getötet, aber noch keine Menschen, vielleicht kann ich mich weiter an den Kodex halten. Aber es gibt ja auch eine Menge Ausnahmen. Ich denke mal, Selbstverteidigung unter der Selbstverteidigung wird man auch irgendwann umbringen dürfen. Es gibt in Urk-Festungen keine Gefängnisse für Gefangene, stattdessen gibt es den Blutzoll. Entweder entrichtet man als Strafe für seine Verbrechen eine angemessene Menge an Waren oder man blutet, bis das Opfer zufrieden ist. Und ich muss euch nicht sagen, dass Urks eine Menge Blut haben. Der Kodex legt außerdem fest, wer in der Festung das Sagen hat. Der stärkste männliche Urk wird in der Regel zum Häuptling. Er trifft Entscheidungen und bestimmt, wann dem Kodex von Maulach Genüge getan wurde. Alle Frauen sind entweder die Gemahlinnen des Häuptlings oder seine Töchter. Mit Ausnahme der Weissagerin, die für alle geistliche Belange und für die Heilung zuständig ist. Meinungsverschiedenheiten ernster Natur werden in kurzen, aber heftigen Kämpfen beigelegt. Urks, die mit dem Häuptling nicht zurechtkommen, werden für gewöhnlich aus der Festung verstoßen und leben als einer von uns. Also, so wie ich oder was. Während seiner Jugend lernt ein Urk, dass er um alles kämpfen muss, wenn etwas nicht wert ist, dafür zu kämpfen, ist es den Kodex nicht wert. Das bedeutet im Endeffekt, ich bin auch so ein Ausgestoßener aus so einem Bollwerk. Habe ich das richtig verstanden? Die Urks einer Festung mögen keine Fremden, da sie an das autarke Leben gewöhnt sind. Wir wissen so viel über die Festungen, weil so viele Urks sie verlassen, um Soldklingen oder Soldaten zu werden. Und nach ein paar Jahren... Mein Gott! Und nach ein paar Humpen Met erzählen sie dann Geschichten von zu Hause. Offenbar kommt es vor, dass ein Urk einen Nicht-Urk zum Blutsbruder macht. Diese Person darf dann als Teil des Clans in der Urk-Festung wohnen. Natürlich habe ich noch nie einen Beleg dafür gesehen, dass so etwas tatsächlich passiert. Trotz all der seltsamen Regeln und Traditionen muss man sagen, dass der Kodex des Maulach in der Tat für eine Kultur entschlossener Krieger sorgt. Sie sind auf eine Art und Weise auf ihr Ziel konzentriert, die der durchschnittlichen Soldklinge fremd ist. Sie zögern nicht, Konflikte offen und mit gezogener Waffe beizulegen. Ich glaube, dass das der Unterschied zwischen den Urks einer Festung und den Stadturks ist. Das Gesetz gestattet das Beilegen von Konflikten durch die Männer des Konstablers, aber der Kodex von Maulach verlangt, dass man seine Probleme selbst löst. Das ist eine gute Einstellung für jemanden, der als Söldner lebt. Okay. Ah, haben wir auch direkt mitgenommen, diesen Kodex. Cool. Oh mein Gott. Ich kann doch jetzt nicht alles lesen hier. Oh, es ist auch richtig verdammt lang. Okay, wir merken uns einfach diese Brot. Wir merken uns einfach dieses Zimmer vor und oder dieses Haus und dann würde ich sagen, in der nächsten Aufnahme, wenn ich dran denke, gehe ich nochmal hier rein und dann können wir das Ding hier durchlesen. Aber ich will jetzt logischerweise nicht die ganze Aufnahme nur lesen. Gefälliger Webstuhl oder Webestuhl oder... Okay, hier sind ein paar Leute drin. Mhm. Aber hier gibt's nichts weiter zum Einsammeln. Der Tuchmacher. Interesse an hervorragenden Kleidungsstücken? Vielleicht etwas in Seide? Niemand verlässt meinen Laden mit leeren Händen. Ich schon, weil ich brauche schwere Rüstung. Kannst du diese Tücher tausendfach verweben, sodass sie dick werden? Adamant. Ein Zutat für die Herstellung von Gegenständen im Adamant. Im altmährischen Stil, okay. Knochen, eine Zutat für die Herstellung. Ja, okay. Kaum bekannte leichte Rüstung, das brauche ich ja alles nicht. Obskure leichte Rüstung, ich habe auch gar nicht so viel Geld, fällt mir gerade auf. Kann ich irgendwie was verkaufen? Schrot, für 0 Gold oder was? Für 0 Gold. Was? Warum denn für 0 Gold? Warum ist denn das alles nichts wert? Egal. Eisengroßschwert. Zweihänder, das brauche ich nicht, das können wir verkaufen. Ja, weiter. Eisenstreitkolben. Zweihändig brauche ich auch nicht. Abgetragener Wams. Ist nichts wert, aber... Warum ist denn der nichts wert? Der ist doch sogar... Jahrsehens abgetragener Wams. Der hat auch sogar Specials. Lehren. Gewährt 6% mehr Erfahrung im Umgang mit dieser Rüstungsart. Und es war eine mittlere Rüstung. Naja, ich kann es nicht verkaufen, aber ich brauche es eigentlich auch nicht. Ich lasse es erstmal da. Handgesponnene Robe brauche ich nicht.
Das lasse ich auch erstmal da. Ach, weil es gebunden ist. Ah, da ist dieses... Okay, dieser Hieb des Aufsehers ist gebunden, aber die Rüstung nicht. Aber die ist halt nichts wert. So, krass, dass die ganzen Sachen nichts wert sind. Sandalen der Seelenberaubten. Ich habe Eisenpanzerschuhe, brauche das auch nicht mehr. Schatzkarte, ja, die Schatzkarte lassen wir natürlich da. Die verkaufen wir nicht. Das war's, hier ist ja alles, ja, genau, okay. Was haben wir noch? Reparatur, Eisenküras, 98%. Wie viel Geld habe ich denn? 69. Ja, die sind alle noch so gut und ich gehe mal davon aus, ich werde vielleicht bald neue Sachen finden. Wäre es sinnlos, wenn ich mein Geld am Anfang, wo ich so wenig habe, für Reparaturen verschwende, in Kleidungsstücke, die ich höchstwahrscheinlich gar nicht mal so lange anhaben werde. Ich hoffe es auch zumindest, dass hier schnell neue Dinge auf mich warten. Ich finde es so ein bisschen blöd, dass man ehrlich gesagt nur schwer unterscheiden kann, wer ein NPC ist, also ein computergesteuerter Spieler und... Wenn ihr die Geschäfte und Marktstände besucht, dann sagt den Händlern, die Durchsturzwache hat euch geschickt. Okay. Ja, wer hier ein Händler ist und wer ja, von Menschen gesteuert wird. Oh, hier sind aber viele Leute drin. Verzauberungstisch. Verzaubern Herstellungen. All eure Runen im euren... Ja, ich hab eh nix. Also, ich hab eh noch nix zum Verzaubern. Also, da kann ich hier... Ja, bringt erstmal gar nix. Was liegen hier für Kristalle rum? Ist das auch direkt ein Laden? Sieht so aus. Alles kann durch Verzauberung besser gemacht werden. Alles. Ihr glaubt mir nicht? Versucht es doch. Was habt ihr anzubieten, Verzauberin? Vor allem Verzauberin. Hätte man die vielleicht nicht eher Hexe oder... Zauberin nennen können. Oder irgendwas in die Richtung, aber nicht Verzauberin. Okay, alles zu teuer und bringt mir auch alles gerade gar nichts, glaube ich. Oh, das könnte ich mir kaufen. Unbedeutende Glyphe der Ausdauer kann nur auf Gegenstände der Stufe 1 bis 10 angewendet werden. Gewährt 7 maximale Ausdauer. Brauchen wir, denke ich, alles noch nicht. Gehen wir einfach mal... Oh, hier auch wieder so ein elend langes Buch. Wie gesagt, privat würde ich mir die Bücher alle durchlesen, das kann ich euch garantieren, aber ich will jetzt die Folge nicht zu langweilig machen. Ich würde sagen, dieses kurze Buch können wir uns durchlesen. Die vier Abscheulichkeiten von Vinicius Imprex, Erzbischof von Korol. Und so blickte Stendar hinunter auf die Welt der Sterblichen und er sah, dass sie unter Abscheulichkeiten litt. Da ließ er seine Priester Entschlossenen und Templer wissen, dass diese gotteslästerlichen Widernatürlichkeiten ihm ein Graus seien und dass die Rechtschaffenen sie ohne Unterlass oder Gnade ausmerzen sollten. Denn diese Abscheulichkeiten sind allesamt die ewigen Feinde der Sterblichen von Mundus und man darf nicht zulassen, dass sie unter uns weilen. Und von diesen Abscheulichkeiten gibt es vier und dies sind sie. Die Daedra, jene widernatürliche Schrecken, die nicht von Mundus stammen, sondern aus dem Reich des Vergessens, aus dem sie kommen, um den Sterblichen Tamriels Grausamkeit und Tod zu bringen. Die Tiermenschen, jene Sterblichen, die mit dem bestialischen Hirsine verkehren und ihre Haut gegen die von Tieren eintauschen und so Jagd auf die Unschuldigen machen. Die auferstandenen Leichen, jene rastlosen Untoten, deren verwesende Körper angetrieben werden von einer üblen und widernatürlichen Kraft, die Angst und Leid unter den Lebenden verbreiten. Die todlosen Vampire, die sich auf grauenhafte Weise von ehrbaren Bürgern ernähren und rechtschaffene Sterbliche als bloßes Vieh betrachten, an dem sie ihr unheilige Gier stillen können. Kennt diese vier Abscheulichkeiten, o Rechtschaffene, und sammelt euch, um sie zu vernichten, wo immer sie sich auch zeigen. Na gut, wenn ich einen sehe, dann werde ich ihn vernichten, wobei ich das blöde Gefühl habe, dass ich selber einer dieser Untoten bin. Achso, ja, hier waren wir ja schon, das war zu lang. So, wo waren wir denn jetzt überall schon? Aha. Hier waren wir noch nicht. Wir kommen von hier. Also können wir jetzt mal dieses Haus anschauen. Scheint mir eine Art Taverne zu sein. Oder wir laufen einfach hier lang. Gucken hier hinten mal kurz, ob es hier irgendwas Geiles gibt. Wo kommen wir denn hier hin? Ans Wasser. Und hier scheinen auch Gegner zu sein. Zumindest wurde da gerade auf irgendwas eingeschlagen. Leichnam untersuchen. Dieser Bretone ist noch nicht so lange tot. Seine Leiche ist noch warm. Ja, dann untersuchen wir die doch mal. CSI Paxis oder CSI The Elder Scrolls. Diese Leiche eines Bretonen hat Stichwunden im Rücken und in den Seiten. Die
Wundränder sind mit einem zähflüssigen grünen Sekret verkrustet. Oh, CSI. Elder Scrolls hat schon mal herausgefunden, dass es wohl ein vergifteter Dolch gewesen sein muss, der ihn hinterrücks erdolcht hat. Die Leiche weiter untersuchen. Die Besitztümer des Mannes wurden geraubt, aber ein Pergamentfetzen wurde zurückgelassen. Es scheint eine Notiz zu sein. Oho, oho. Neuer Schauplatz. Dolchsturz. Deckt das Mysterium von Dolchsturz auf. Ich sag doch, jetzt sind wir hier ein Ermittler. Begonnen. Blut und Sichelmund. Lest den Zettel. Ich versuche es. Er möchte nicht. Einkaufsliste für den Markt von Dolchsturz. Krämer. 3 Blutorangen. Schneider. Umhang mit Halbmond. Blumenhändler, schwarze Rosen mit Dornen. Gibt's auch schwarze Rosen ohne Dornen? Abgeschlossen. Ihr werdet für euer Einmischen bezahlen. Was? Krass, ich muss die echt umbringen. Okay. Blutdorn-Assassine. War derjenige, der den umgebracht hat? Aha. Wir haben den Typ also zusammen umgebracht. Okay, ich hoffe doch, ich habe trotzdem Erfahrung bekommen. Da fällt mir ein, ich habe meinen Move noch gar nicht probiert. Diesen komischen Stich, den ich gelernt habe auf der 2. Ich weiß nicht warum, aber ich kann ihn nicht auswählen. Merkwürdig, egal. Gehen wir mal weiter. Jetzt habe ich natürlich dieses Gebäude da oben quasi... weggelassen. Ach, hier kann man wahrscheinlich seine Pferde füttern. Wie kann ich denn meine Waffe wieder wegstecken? Ich will meine Waffe wegstecken. Keine Ahnung. So. Dann würde ich sagen, können wir mal in diese Taverne reinschaut. Ich würde gerne meine Waffe wegstecken. Es sieht sehr aggressiv aus, wie ich hier rumlaufe, aber... okay. Wie geht das denn? Waffe wegstecken. Steuerung. Bewegung, Kampf. Angreifen, blocken, unterbrechen. Waffenwechsel, Fähigkeit. Waffe ziehen, verstauen. Was soll das denn sein? Ein Pfeil oder was? Wo soll da denn sein, der Pfeil? Okay. Ah, sehr nice. So wie jeder zweite Bauer in der Stadt. Immerhin weiß dein Hund nicht die Hand. Schneider sich, ich kann eh noch nichts schneidern. Ah, mit denen können wir reden. Auch ein Oik, wie man sieht. Stahl und Stein. Werdet ihr den Amboss nur anstarren oder werdet ihr ihn auch benutzen? Wenn ihr nur verweilt, könnt ihr auch etwas kaufen. Was habt ihr anzubieten, Schmied? Feuerstein, Knochen, ja, also alles wieder Sachen, die mich eigentlich überhaupt gar nicht interessieren momentan. Einführung in das Schneiderhandwerk. Einführung in das Schneiderhandwerk. Oh, das ist wieder so lang. Naja, lesen wir uns ein andermal durch, würde ich sagen. Ich will eh nichts schneidern, von daher ist es auch nicht so wichtig. Schmiedestelle benutzen. Ach, deswegen sind hier so viele Leute. Es ist krass, wie viele Leute hier sind, oder? So, ich guck halt immer, ob hier irgendwo noch ein NPC ist hier. Bei Maulochs Kieferknochen habe ich mich wieder selbst verletzt. Hände wie ein Oger habe ich. Aber ihr seht geschickt aus. Braucht ihr etwas? Ja, ich brauche vielleicht mal irgendwas. Okay, ich brauche nix. Dann können wir auch diese... Also ist überhaupt gar keine Taverne, sondern es ist die eine riesengroße Schmiedestelle. Ich meine, das muss das Spiel sein mit der größten Schmiedestelle, die ich gesehen habe. Oder dem größten Schmiedehaus. Also, ja, schon ziemlich groß. So, dann können wir mal... Hier ist ein Brunnen. Können wir da irgendwas machen? Oder stehen die einfach nur so aus Spaß rum? Meine Familie lebt seit vielen Generationen in dieser Stadt. Diese Statue stellt meinen Ur-Ur-Urgroßvater Dukal dar. Ja, cool. Man kann ihn nicht wirklich erkennen, weil er eine Rüstung anhat. Aber hallo, Herr Dukal. Grüße. Grüße.
Mit der kann man nicht reden. So, dann... Hier waren wir schon drin. Dann gehen wir mal hier rüber. Krass, wie viel Zeit man nur damit verbringen kann, sich in einer Stadt umzuschauen. Aber egal. Oh, was ist das denn? Ein Begleiter oder... Eine Art Dämon, der hergezaubert wurde? Keine Ahnung. Nein, nicht die Feuerstelle benutzen. Will ich hier mit irgendjemandem reden? Das scheinen mir alles Menschen zu sein. Oh, krass, ey, was ist denn hier los? Kennt ihr das alte Sprichwort? Kein Borger sei und auch Verleiher nicht? Ha, so ein Unfug. Wie würden wir ohne Gläubiger und Schuldner jemals etwas kaufen oder verkaufen? Aber verzeiht. Herzlich willkommen in der Bank von Deutschsturz. Ich möchte auf meine Truhe zugreifen, da dürfte aber nichts drin sein. Benutzt eure Bank, um Gegenstände für all eure Charakter zu lagern. Es ist möglich, zusätzlichen Platz in der Bank zu kaufen, okay? Ja, ich wüsste jetzt nicht, was ich hier lagern möchte. Wobei, können ja das hier alles einlagern. Also, ich weiß nicht, ob sie uns noch irgendwann was bringen, diese Dinge zum Herstellen von Gegenständen. Aber wir können es ja einfach mal wegpacken. Brauchen wir ja alles nicht. Kleiner Hoppler lassen wir natürlich da. Köder zum Fischen. Vielleicht können wir ja irgendwann mal fischen. Deswegen lassen wir das mal drin. Schwört eure Hingabe. Ach so, natürliches Wasser. Maras Schwüre brauchen wir eigentlich auch erstmal nicht. Die Schatzkarten lassen wir mal drin. Weggeworfenes Eisenschwert brauchen wir auch nicht. Weintrauben. Würmer, Köder lassen wir auch mal drin. So, das war's. Gibt's noch irgendwas? Kennt ihr das alte Sprichwort? Kein Borger sei und auch. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Cut, haben heute uns etwas die Stadt angeschaut und. Oder, das war Stadtbesichtigung Teil 1. Nächstes Mal gibt's Stadtbesichtigung Teil 2. Und übernächstes Mal wahrscheinlich wieder. Oh mein Gott, ich will so einen Dino haben. Ich möchte so einen Dinosaurier, bitte. Vielleicht entwickelt sich mein Hoppler ja mal zu so einem Ding. Egal, bis zum nächsten Mal. Abonniert, wenn es euch gefallen hat. Schaut in den Beschreibungen dieses Videos unter dem Video nach. Da gibt es ein paar Links für euch, die interessieren. Falls ihr das Spiel Elder Scrolls kaufen wollt, gibt es auch einen Link in der Videobeschreibung. Abonniert mich, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst einen Like da und gebt mir Kommentare ab. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Paxis. Tschö, tschö.